So, euer quälender Rufnex ist zurück bei GTA 3. Eine Qual, meine Let's Plays anzugucken, ich weiß. Aber es geht weiter. Oh, jetzt hätte ich fast schon mein Auto vergessen. Das sollte man natürlich mitnehmen. Ohne das geht natürlich gar nichts. Na komm mal her, ne, lass mal einsteigen. Von der anderen Seite, wie? Okay. Nehmen wir es mit. Hui. Au. Oi. Für die, wo jetzt mal zugeschalten haben, ich werde das ohne Radio spielen, wegen der GEMA. Gibt nur Stress. Hab da ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, und deswegen ist es Radio im Game abgeschalten. Nicht, dass ihr denkt, warum kommt da gar keine Musik und ich hier so hin und her. Switch, es kommt einfach nichts. Und ich werde euch irgendwie unterhalten und au! Ein paar Nutten überfahren nebenher mal. So. Zum nächsten Auftrag geht es auf jeden Fall jetzt mal hier lang. Ja. Da ist ja schon der Punkt. Der leuchtende Kreis der Freiheit. Schmutzige Wäsche. Take a goddamn seat. So the laundry won't pay any protection, eh? The triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. Sorry, Ma. Yes, Ma. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. 8-Ball can supply you with what you're gonna need. Okay, Wäscherei, platt machen, Wagen, platt machen und es pisst ja mal wieder, das ist ja mal wieder wunderbar. Ich will mal sein Auto nehmen, kann man da drüber fahren einfach? Komm ich da drüber? Komm ich und, ja, funktioniert, klasse. Okay. 8-Ball, wird dir alles liefern, was du dazu brauchst. Na, dann lass mal sehen. Also halt, Wäschewagen. Wäschereiwagen. Brauchen wir da den Wagen dazu, ne? Brauchen wir den Wagen dazu. So wie ich das jetzt richtig verstanden habe, muss ich mir jetzt hier einen holen. Shit. Fahren wir mal hier runter und schauen, ob hier einer ist. Jawohl, da ist schon einer. Ach, die schießen immer noch auf mich, die mögen mich einfach nicht mehr. Den habe ich jetzt erstmal richtig verkackt. Oh, jetzt bleib mal stehen, ich brauche deinen Wagen. Hallo, bleib mal bitte stehen hier. Ja. Nix hupen. Hey! So ein Drecksack. Junge, ich brauche deinen Wagen zum deine Bombe reinmachen, du Arsch. Vielleicht kriege ich ja sein. Ich glaube, ich habe es noch richtig so verstanden, oder? Ich muss hier die hält der an? Der hält an. Ja. Ich dein. Ja, was mit dir, Arschloch. So, ab geht's zu 8-Ball. Den Bombenkoffer, eine Granate. Ach, ich soll sie zerstören. Ach so. Ah! Jetzt muss ich erstmal lernen, wie man hier Granaten richtig wirft. Also dann ganz gut, dass ich hier den Wagen erstmal hier. So, jetzt das war gut. Der ist auf jeden Fall am Arsch, einer. So, dann holen wir uns mal den Rest. Das ist aber scheiße, weil ich habe jetzt keine Waffen mehr, weil im letzten Ding bin ich ja gestorben, im letzten Part. Und jetzt kriege ich da ein bisschen Probleme, ne? Sollte ich die vielleicht mit dem Feuerwehrwagen zusammenrammen oder so? Ey, das ist eine Idee. Komm, das machen wir mit dem. Die werden wir auf jeden Fall vernichten irgendwie. Ja, mit dem können wir sie rammen, wie wir wollen, ne? Dann wird es echt kein Problem geben. So. Hier mal, bald haben wir auch die nächste Stadt freigeschalten. Nicht mal lang gehen, hoffentlich.
Da ist er, 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 da ist er. Jawohl. Und... Batz! Wichser. Ah, der Drecksack, der will abhauen. Drecksack will abhauen. Bleibst du stehen, du Wichser, du. Ah, scheiß Wagen zu stören, ey. Alter, bleib stehen, Mann. Ich werd die ganze Zeit im Kreis, oder? Eigentlich nicht nur irgendwie so an die Wand kommt, dass er brennend weiterfährt. Komm schon. Komm schon. Bleib stehen, du. So, Mann. Was für ein Gerangel, ey. Okay, er bleibt stehen, oder? Nein, er bleibt nicht stehen. Hätte ich ihm jetzt ein paar Granaten an den Kopf geworfen. Mann! Scheiße, wie kriege ich die kaputt? Jetzt aber. Batz! Xer. Der raucht, er raucht, er raucht, er raucht, er raucht. Er wird bald. Er wird bald zeitliche Segen. Wenn ich jetzt aussteige, meinte ich, ich kann den das schaffen? Eine Granate? Oh, oh, weg! Yeah, einer noch. Na, also geht doch. Oh, so ein Arsch. Kommen uns die nächsten. Können uns die Granaten auch sparen. Da haben wir noch ein paar übrig. Weg da. Wie der weggeflogen ist. Heftig. Komm, verpisst euch. Da unten fährt nämlich schon der nächste. Da ist er. Da. Und. Bah! Jetzt brennt meiner! Schnell weg. Ach du Scheiße. Boah, der hat's überlebt. Nimm halt den hier. Es ist ja gerade gut, dass wir hier gestanden sind. Die hier explodiert sind. Nimm halt einfach den, ne? Ui. Zack. Bisschen Ram. Wo fährt der? Penner. Bleib stehen. Hey, ich krieg dich. Ich glaub dir, ich krieg dich. Egal wie. Ah, das war zu weit. So, jetzt. Nein! Nein! So ein Penner. Jetzt aber. Ja, jetzt hab ich dich. Boah, verpiss dich! Nein, Mission erfüllt und ich bin... Boah, ich hab grad gedacht, jetzt wäre ich verreckt. Jawohl, wir haben wieder eine Knarre. Yes! Und alle erledigt. Und haben wieder Waffen gekriegt. Ey, die will mich schlagen, die Oma. Alter, geht's noch? Geht's noch? Verpiss dich! Will mich aus dem Auto rausziehen? Alter, ist die drauf, oder was? Boah, shit, ey. So, warum ist der nächste Auftrag? Beim Italiener, beim Mafioso. Und dann wird ein Auto für uns bereitstehen. Ist auch nett. Der Geldbote. Or try to. He'll never be as tough as his pop, but he left you a note on the table. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass, but don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Okay, Tony, kein Problem. Ich hol das Geld. Kannst du auf mich verlassen, weißt du? Ich bin dein bester Mann. Der Beste. Gib mir mal dein Auto. So, das wird das Auto verschrottet. Oh ne, und schon Bullen an der Backe, weil ich das Auto geklaut habe. So eine Scheiße, aber. Auch Mann. Shit. Ja, mach aus. Genau. So, Geld. Geld, hier gibt es irgendwo Geld, habe ich gehört. Ja, ja. Ah, Bulle! Bulle!
Schule. Oh. Oh. Da kommen welche. Oh, die sehen nicht so freundlich aus. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Toll, und ein Bulle an der Backe. Weißt du, als wenn es nicht reicht, nein. Man hat dann gleich noch einen Kopf an der Backe. Soll ich die jetzt noch erledigen, oder wie? Hab ich eine Phase. Ich überphase, ist besser. Ich habe mich ein bisschen geschützt, denn nur 27 Leben, weil ich habe mich gar nicht darauf geachtet, dass ich nämlich gar nicht mehr so viel Leben habe. Das ist natürlich nicht gerade nett. Der wäre auch erledigt. Da sind auch noch welche. Bring das Geld zu Tony. Okay. Machen wir. Juhu. Oh Mann, ich muss erstmal nach meinem Leben gucken, bevor ich jetzt hier irgendwie nachher hier weitermache. Muss ich erstmal zum Krankenhaus fahren oder so. War denn das? War das da unten? Oh Mann, ich bin so orientierungslos in dem Spiel immer. Aber ich denke, das werde ich finden. So. Mission erfüllt! 10.000, jawohl. Klasse. So, bevor ich jetzt einen Auftrag annehme, werde ich erstmal mich heilen gehen. Das kann nicht wahr sein. Schauen wir jetzt mal, wo hier das Krankenhaus war. Irgendwo war eins. Toll, jetzt haben mich die scheiß Bullen noch am Schlawittchen hier. Ich glaube hier irgendwo runter, ne? Ich meine, ja, da ist es, genau. Jawohl, direkt neben Bullenrevier, prima. Und wir haben wieder 100%. Immerhin. So. Red. Geile Karre. Einfach nur geil. Chinatown. Ich würde es mal interessieren, welche Stadt spielt das eigentlich nochmal? Wenn es mal jemand weiß, kann das mit Poster wohl nicht extra googeln. Jetzt gerade einem einfällt. Liberty City. Welche Stadt ist denn das nochmal? Keine Ahnung. So. Ah, jetzt bin ich aus Versehen nicht an das Ding hingekommen. Nehmen wir ein Basie mit. Oh, jetzt haben wir wieder alles hier. So, Dankeschön fürs Zuschauen, würde ich mal sagen. Und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Part. Bleibt auf jeden Fall dran. Tschüss.